Für die Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das grenzt ja an Absurdistan. Hier werden kranke Zerstückelungstheorien zum Besten gegeben. Und Sie, Frau Winkelmeier-Becker, verschieben eine Debatte, wo es um was völlig anderes geht, auf eine ethische Debatte zur Spätabtreibung und zucken einfach nicht mal, wenn Sie nur Beifall von der AfD bekommen. Das erschüttert mich wirklich. Und ich finde, diese Debatte ist echt eine Farce. Der Beschluss der Jusos ist eigentlich so, dass er hier verabschiedet werden sollte. Ich zitiere mal, was da drin steht. Da steht, die aktuellen gesetzlichen Regelungen in den Paragraphen 218 folgende und 219 folgende Strafgesetzbuch, dass sie zu rechtlicher Unsicherheit, Kriminalisierung und gesellschaftlicher Stigmatisierung nicht nur für ungewollt Schwangere, sondern eben auch für Ärztinnen führen. Zitat Ende. Dann wird in dem besagten Beschluss skizziert, welche Folgen dieser Zustand hat und die Streichung beider Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Völlig richtig. Von Abbrüchen bis zum 9. Schwangerschaftsmonat steht da kein Ton drin. Das ist wirklich ihrer voll kranken Fantasie entsprungen. So. Und die AfD, da, die meinen jetzt, dass sie die aktuelle Stunde nutzen müssen, um davor zu warnen, dass bald womöglich schwangere Frauen im 8. Monat plötzlich feststellen, och, ich will jetzt keine weiteren Wochen schwanger sein. Ich mache mal eine Spätabtreibung. Das ist doch Schwachsinn. Meine Güte, welche Frau würde das tun? Und welcher Arzt, welche Ärztin würde das zulassen? Das ist völlig irre. Aber es war zu erwarten, dass wir von der AfD hier solche aktuellen Stunden beschert kriegen. Das rechte und rückschrittliche Frauenbild hat nun mal die Vorstellung, dass Frauen ohne Pflichtberatung und ohne willkürlich festgelegte Fristen nicht selber entscheiden können, ob sie ein Kind wollen oder nicht. Eine Vorstellung, die meint, dass Frauen nicht in der Lage sind, selbst einschätzen zu können, wann sie medizinischen Rat brauchen oder nicht. Und vermutlich ist es leider verschwendete Lebenszeit, erneut zu erklären, dass auch Frauen vernunftbegabte Wesen sind. Das wollen aber leider AfD und anscheinend auch große Teile der Union nicht verstehen. Ich versuche es mal mit einem positiven Beispiel aus dem befreundeten Ausland. In Kanada gibt es die Haltung, dass auch Frauen Menschen sind, die nicht erst überwiegend von durch Männern gemachten Gesetzen vor sich selbst geschützt werden müssen. Dort gilt, Schwangerschaftsabbrüche sind einfach eine ärztliche Leistung, ohne gesetzliche und erst recht ohne strafrechtliche Einschränkungen. Die Folge? Sinkende Abbruchraten und die meisten Schwangerschaftsabbrüche werden bis zur 12. Woche vorgenommen und mitnichten später. Das interessiert aber unsere ideologisch verblendeten Hardliner wohl wenig. Und es interessiert anscheinend auch nicht diejenigen, die vor einem Kindeswohl nur so lange am Herzen liegen haben, solange sie damit Kontrolle über weibliche Körper erlangen können. Ehrlich gestanden kann ich mir die Doppelmoral der Union anders nicht erklären. Sie verantworten, dass 2,4 Millionen Kinder in Armut leben. Sie verantworten, dass Familien über Kontinente getrennt sind und sich nicht wiedersehen können. Sie verantworten, dass schwangere Frauen in Abschiebehaft genommen werden. Ich finde, es ist pure Heuchelei, was Sie hier zum Lebensschutz erzählen. Und eine weitere Farce, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wäre es aber auch, wenn Sie all das mittragen und die Eckpunkte, die gestern zum Kompromiss vorgeschlagen wurden, stimmen. Weil dann wäre das kein Kompromiss, sondern vor allem der Beweis Ihrer eigenen Schwäche und Ihres Opportunismus. Und angesichts dieses möglichen erneuten Versagens der SPD Haltung zu zeigen, hilft dann auch der wirklich gute Beschluss der Jusos nicht. Denn das, was gestern Abend als Eckpunkte für die lang versprochene Lösung präsentiert wurde, ist schlechter als ein fauler Kompromiss. Es ist eine volle Nullnummer. Es ändert sich nichts. Der Paragraph 219 bleibt im Strafgesetzbuch und damit nicht ausreichend schon der Union gedient. Es werden sogar Geschenke für die selbsternannten Lebensschützer aufgenommen, indem ihr Vokabular sogar übernommen wird. Ich muss gestehen, auch wenn das Verhalten der Ministerin jetzt keine so große Überraschung für mich war, hatte ich doch auf mehr Konsequenz von den Sozialdemokratinnen gehofft. Aber nun gut, die Abschaffung des 219a, die wir ja nachher noch mal diskutieren, hätte ein gemeinsamer Sieg hier sein können. Jetzt habt ihr euch anscheinend auf die falsche Seite gestellt.
Ich sage aber, die Linke gibt nicht auf. Wir wollen, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr im Strafgesetzbuch stehen. Und übrigens freue ich mich sehr, dass auch die Jugendorganisation der Linken, Solid und der Studierendenverband STS genauso gute Beschlüsse gefasst haben wie die Jusos. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Ulle Schaufs für die Fraktion Bündnis.